Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Das letzte Mal, als wir hier unterwegs waren, sind wir fast gestorben. Wir sind immer noch in der alten Höhle hier unten. Und ich muss mich erstmal orientieren bzw. zurechtfinden. Ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt sind, wo wir waren und wo es zurückgeht. Das ist ja immer noch die beste der ganzen Varianten. Ganz kurze Einleitung, ich muss kurz sagen, ich will jetzt hier nur eine Viertelstunde aufnehmen, also eine Folge, damit für heute hier eine Folge am Start ist. Das heißt quasi, ich nehme die jetzt gerade auf und die kommt heute noch raus. Das heißt, es ist ja fast live. Ist ja wunderbar, ne? Ist wie im professionellen Fernsehgeschehen. Dann muss ich dazu sagen, ich nehme gerade mit dem neuen Mikrofon auf und ich habe eben schon mal einen Aufnahmeversuch gestartet. Der ist komplett misslungen. Also das heißt, da ist richtig dicke alles in die Hose gegangen und deshalb sind hier schon ein paar Blöcke und sowas abgebaut. Ein bisschen Kohle habe ich abgebaut. Hier, ne? 14 Kohle. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht weiter schlimm, hoffe ich zumindest. So, wir wollen jetzt mal gerade schauen. Ich muss den Ton hier mal ein bisschen lauter machen, glaube ich, damit man auch vom Spielsound was hört. Weil die Mucke ist gerade echt derbst laut. So. Ich weiß gar nicht, wir sind auf der Suche, glaube ich, noch nach Diamanten. Genau, hier habe ich die Kohle rausgerissen. Wir waren, glaube ich, auf der Suche nach ein paar Diamanten noch. Und, ich hoffe einfach mal, dass wir die hier noch finden werden. Bis jetzt ist das aber noch gar nicht so sicher. Ich hoffe einfach mal, dass das gut geht hier unten. So, jetzt ist die laute Mucke auch endlich rum. Jetzt höre ich auch mal was vom Game, beziehungsweise jetzt hört ihr auch was vom Spiel. Ich habe auch die Playlisten schon ein bisschen angepasst und ein bisschen was Neues reingeschmissen. Ne? Ich war nicht faul gewesen, ne? In der Zeit jetzt hier. Ich habe ordentlich was gemacht und ich höre gerade, die Musik ist doch noch nicht vorbei. Scheiße. Die ist verdammt laut. Aber die passt ja hier gerade so gut zu dem Endzeitstimmung. Weil irgendwie weiß ja noch kein Mensch, wo es zurückgeht. So, holen wir uns die Kohle mal gerade hier raus. Wir werden sie bestimmt noch gut brauchen können. So. Ach, hier war das Skeleton letztes Mal. An den kann ich mich noch erinnern. Das war da, wo ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall nicht zu den Spinnen, während hier ein Skeleton rumhängt. Ach, und hier haben wir Eisen. Das ist ja wunderprächtig. So, hier ist dicht. Das kann man wieder aufmachen. Drauf geschissen. Soll sich ja auch lohnen, wenn wir dann hier gleich in die Luft gesprengt werden, ne? Genau. So, hier geht's aber irgendwie jetzt nicht so weiter. Vielleicht hier hinten noch? Ich höre hier auf jeden Fall noch Zombies. Vielleicht geht es hinter dieser Wand weiter. Wer weiß das schon? Wir schauen mal. Verdammt. Die Schippe ist kaputt. Wir haben echt viel Krempel dabei, ne? So, hier gerade nochmal gucken. Ich will mich eher weniger nach oben graben, weil das bei solchen Höhlen, wie es diese ist, meistens relativ, ja, ich sag mal, schlecht endet, ne? Also das kann schon mal richtig dicke ins Auge oder in die Hose gehen oder wo auch immer hin. Aber hier scheint es auch nirgendwo weiter zu gehen, ne? Aber ich höre doch hier noch... Hallo? Hallo? Mary Poppins! Ich höre dich. Hier muss es doch noch irgendwo weitergehen. Ich höre das doch. Ja, ja, genau den höre ich. Huch. Aber wir wollen ja auch nicht nach oben. Wir wollen ja, wenn, nach unten, ne? Ja, wo seid ihr denn? Na egal, komm, ich hau hier eine Fackel hin, damit da nichts spawnt und gehe wieder weiter. Hier ist ja, da will man sich ja nicht antun. Halt die Klappe da oben jetzt. Du willst mich ja nur locken. Frohlocken. Egal. Wir gehen mal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Wege gab. Da hinten war ja noch ein bisschen Weg, aber ich glaube, das war ja... Haben wir genug Holz eigentlich noch? Jo, das reicht noch. Ich glaube, das war aber mehr oder weniger keine Höhle mehr. Ach, du Scheiße. Nein, das war gar keine Höhle mehr. Mm-mm. Überhaupt nicht. Alter Schwede. Was? Hallo? Nein, ich hab's kaputt gemacht. Hallo? Ah ja, jetzt. Okay. Alter, hier liegt ja überall der Kies rum, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich dachte schon, da geht's jetzt gerade ein Loch runter. Alter. Hab ich mir gerade in die Hose gemacht. So. Das Grabe... Alter, die Mucke, die passt gerade sehr gut. Irgendwo habe ich nämlich gerade Schritte gehört. Da ist eine Fackel von uns. Das heißt, wir waren hier also schon mal. Aber ich höre doch hier andauernd noch Schritte. Hier muss es also noch irgendwo weitergehen. Kann ich mich da gerade richtig erinnern? Habe ich eben gerade gefragt, ob es hier noch irgendwo weitergeht? Wegemäßig?
Ich glaube, ich habe die letzte Aufnahmesession schon gar nicht mehr so ganz im Kopf, wo wir halt vor dieser Megaschlucht, also wirklich vor dieser Megaschlucht standen. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf, glaube ich. Ich glaube, daran liegt das. Ich hätte wohl besser mal die Schnauze gehalten. Was übrigens auch für den röchelnden Herrn dort oben gilt. Er will mich locken. Aber er wird es nicht schaffen. Oder vielleicht doch? Naja, egal. Es sind auf jeden Fall mehrere. Komm, scheiß drauf, wir gehen mal wieder zurück. Wir wollen ja... Aha! Ich habe sie gesehen, Mr. Creepy. Wir sind dir auf den Leim gegangen. Blöde Kuh. Wo ist denn der hier überhaupt gespawnt? Ah, hier hinten vielleicht. Hallo. Gut. Alter, sprengt er sich da vor uns in die Luft? Der hat sich freigesprengt. Habt ihr das gesehen? Also wenn ihr mal nicht weiter wisst, einfach freisprengen. Das bringt's anscheinend. So, dann sind wir ja gerade hier ganz gut in Sicherheit. Dann nehmen wir doch schnell das Holz mit und dann verpieseln wir uns aber. Mann, diese ploppende Lava, das ist so ein, ich sag mal noch, ungewohntes Geräusch, dass ich immer denke, dass da irgendwas gleich in die Luft geht. Naja. Gehen wir mal wieder zurück. Hallo, hallo. Ach, was ich noch ändern wollte, genau, das mache ich mal gerade noch. Da wieder auf normal hier unten in der Höhle, das reicht ja vollkommen aus, weil ab einem gewissen Höhlenlevel, sag ich mal, sieht man ja dann sowieso... Hä, war das nicht vor... Haben wir das vor... Ist das nicht das gleiche gewesen? Oh, ich habe diese Höhle schon wieder unterschätzt. Weil ab einem gewissen, ich sag mal, Level sieht man ja... sieht man ja, die Weite ist ja dann sowieso nicht mehr so übertrieben. Da kann man ja hier unten ruhig ein bisschen performancebedingt ein bisschen runterschalten. Ah, 3 Gold ist ja schon mal nicht schlecht. Ich würde dies schon gerne mitnehmen, aber wir haben keinen Platz mehr. 4 Eisen können wir natürlich mitnehmen. Pumpkin Seeds haben wir auch schon 5. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwas gleich um die Ecke stiefelt und uns voll in die Luft sprengt. So, komm, Erde lassen wir mal hier. Nehmen das Gold mit, das blaue Zeug da, Lapis Lazuli, das lasse ich einfach hier. Das braucht kein Mensch. Oh, Hilfe. Hallo. Ich möchte nur ihre Schätze, sonst nichts. Ich bin ein friedlebender Mensch, doch wenn es um Schätze geht, kann ich töten. Huh. Hallo. Wow. Halt die Schnauze da oben. Okay, wir kommen. Ach, der ist bestimmt da oben irgendwo. Wenn ich da jetzt hingehe und dann fliegt er auf meinen Kopf drauf und dann erschrecke ich mich und mache mich total zum Affen. Was, es nützt ja nichts, wir müssen. Also wir müssen nicht, aber es macht Sinn zu müssen. Also, nee, das war auch Blödsinn jetzt. Es macht Sinn, es zu tun, so. So ist richtig. So. Hallo! Da kommt er. Komm schon. Komm schon. Okay, ich helfe dir ein bisschen. Komm, du bist ja anscheinend doch nicht so schlau, wie man gedacht hat. So. Problem gelöst. Ich gehe da ja jetzt auch nur hoch, weil ich gucken will, ob da vielleicht noch eine Kiste rumschwirrt. Das ist... Wow, Hilfe. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich da hoch will. Aber erstmal sichern wir hier hinten ab. Komm. Nee, warte mal, wo waren das jetzt? Hier ging es doch noch in irgendeine Richtung. Hilfe? Ach nee, das war... Nee, hier gab es doch noch eine schwarze Richtung. Also, naja, egal. Machen wir dann. Nicht jetzt. Ich mach das hier gerade mal noch weg. Da geht's auf jeden Fall weiter mit den, hier, ne? Mit den Minenschächten. Auf der einen Seite freut mich das natürlich. Auf der anderen Seite denke ich mir, bitte nicht. So. Wir spielen übrigens immer noch mit den Default-Texturen. Ist das nicht gerade die Dingsmucke hier, die Saw-Mucke? Was macht die hier in der Playlist? Sehr kurios. Was macht denn die Saw-Mucke hier in der Playlist? Ja, das ist die Saw-Mucke. Aber normalerweise ist das nicht die Mucke, die ich sonst immer höre.
Also ich höre natürlich auch nicht die Mucke, die wir hier in der Höhlen-Playlist haben, ne? Nicht jetzt irgendwie denken, dass ich so ein Gothic-Freak bin. Also nichts gegen Gothic-Typen, aber so psycho drauf bin ich dann auch nicht, dass ich das so freiwillig höre. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja auch sehr interessant aus, auf jeden Fall. Hallo! Alter, sind wir hier im Abflussrohr oder wo sind wir hier? Alter. Komm. Hä? Hä? Oh! Oh. Ah. Huh. Wo ist die alte Drecksau? Wo ist denn der? Hä? Der muss aber von hier gekommen sein, weil da ist das Wasser nämlich. Da ist nämlich der Pfeil. Naja, scheiß drauf, komm. Ich hoffe mal, dass ich durch die Saw-Mucke jetzt keine Problems kriege mit der GEMA. Also GEMA weg. Ja, das ist so ein Spruch, den hat man sich angeeignet. GEMA weg. So nennen die das in Afrika, wenn die gegen die GEMA demonstrieren. GEMA weg. Okay, der war total flach und eigentlich auch total unlustig. Unlustig finde ich übrigens auch, dass ich schon wieder Zombies und Skelette höre und nicht weiß, wo sie sind. Da vorne ist der Zombie und... Alter, was ist das denn hier? Okay, wir sind im Dämonenparkhaus angekommen. Vielleicht sollten wir mal... Weißt du, ich glaube, ich will. Es ist sehr riskant. Vor allem ohne Rückweg. Alter, was machen die da unten? Hallo! Ey! Du vermiest mir hier nicht die Na komm, explodier! Oh yeah! I'm get it! I'm get it! Na komm! Komm! Komm her! Komm! Ich geb's euch! Komm! Ja! Ja! Okay, erstmal ausharren und was fressen ganz dringend. Ich hoffe, dass die Psycho-Saw-Mucke hier gleich vorbei ist. Das gibt's ja gar nicht. So, wir haben in diesem Moment kein Brot mehr anbei und auch nur noch sechs Hähnchenteile. Das ist ja nicht so geil irgendwie. Das ist schon wieder eine Schlucht oder was ist das hier? Oder einfach nur ein ziemlich tiefes Loch? Loch, Hallo. Bin zu Hause. Okay, das möchte ich ein bisschen aus dem Weg räumen. Wobei, ich glaube, das macht gar keinen Sinn, das aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, das kann man auch einfach liegen lassen. Hier macht es vielleicht schon Sinn, es wegzuräumen. Hallo. Hui. Oh yeah. Alter, was ist das denn hier? Boah, sieht nicht so gesund aus irgendwie. Hauen wir da mal noch einen Stein hin. Alter, was... Boah, wo geht's da unten denn? Habt ihr es gerade gesehen? Das ist ein ziemlich großer Abgrund. Aber da unten könnten wir vielleicht Glück haben, was die Diamantensuche angeht. Seht ihr das ähnlich? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Okay, nee, der war jetzt... Nee. Kann man nicht machen. Sollte man noch nicht machen. So, ich buddel mich mal gerade hier rüber. Hallo. Ich bin hier drüben. Wer noch? Okay, da runter gehen wir auf jeden Fall noch. Da hinten geht's lang, hier geht's lang und da geht's nirgendwo hin. Aber das Wasser kriegen wir auch nicht weg wahrscheinlich. Oder wir bauen hier eine Art Auffangbecken. So in etwa. Und dann, wenn uns nichts angreift, hier drunter. So. Ich habe Schritte gehört. Ein Skelett. Das ist dann wahrscheinlich da hinten irgendwo. Ja, es schwimmt. Was macht das Herbert? Es schwimmt, Luise. Da unten ist ein Creeper. Hallöchen. Okay, wir holen uns erstmal das Eisen. Wir scheinen hier ja ganz sicher zu sein.
Ja, das hat ja super funktioniert. Wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt, ne? Mit dem Eisen rausholen. Dass da gleich das nächste Loch auf uns wartet. So, komm, weißt du, mach ich's ganz zu. Scheiß doch drauf. So, Mr. Creeper, wie sieht's aus, hm? Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 29, naja, dann... Hey! Mann, ich hasse es, wenn Creeper sich verpissen. Das ist scheiße. Dann weiß man nämlich nie, wo die hin sind. So. Ah ja, da sind sie ja wieder. Schönen guten Tag. Darf ich Ihnen mal meinen Pfeil durch den Kopf hauen? Bam! So. Da mal noch dicht bauen und dann gehen wir mal hier runter. So, da unten an das Zeug würde ich schon gerne rankommen. Da hinten ist Lava und Wasser auf einem Berg. Da rennen wir mal gerade hin. Das sieht sehr interessant aus. Da oben, ne? Sieht. Alter, wir sind hier echt irgendwie in einer Kanalisation, habe ich das Gefühl. Naja, wollen wir mal sehen, was das noch gibt. Ich denke, ich werde heute Abend, also jetzt, wenn ihr diese Folge gerade seht, nehme ich vielleicht schon auf, kann gut möglich sein, weiß ich nicht. Ich muss auch dringend mal wieder Diablo aufnehmen, ist ja unfassbar. Naja, wir sehen uns dann heute Abend, denke ich, beziehungsweise dann morgen in der neuen Aufnahmesession, die dann auf jeden Fall etwas länger ausfallen wird. Und auch die Diablo-Aufnahme werde ich heute Abend, denke ich mal, durchziehen. Und dann wüsste ich einfach mal gerne, was ihr vom neuen Headset haltet. Ne? Könnt ihr hier nochmal hier drunter schreiben, wie sich das in der Praxis jetzt bewährt hat. Würde mich mal freuen, ne? Wenn ihr das mal runterschreiben würdet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!